Ich folge dir auf Instagram. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Ich war ja auf Instagram, konnte ich nicht mehr rein. Und dann ging das nicht mehr. Und Instagram, die wollen ja sowieso irgendwie Geld haben. Auch unangenehm. Ich brauche jemanden, der für mich Instagram macht. Kannst du das für mich machen, Stadia? Ich schicke dir die Bilder über Discord und du postest es dann auf Instagram. Kannst du das machen für mich? Ich brauche da einfach jemanden, der einfach nur die Bilder postet und ein paar schöne Texte dazu schreibt und vielleicht mal einen Link setzt. Kannst du das für mich machen? Schreib ja, schreib ja, schreib ja. Weil dann hätte ich das. Dann schicke ich dir mal in 2 Monaten 50 € und dann langt das. Weil ich habe kein Geld. Ich muss jetzt, dass ich verdiene jetzt erst im Februar wieder Geld. Da könnte ich dir jetzt mal 50 € geben. Ja, die Accountdaten habe ich schon. Die Accountdaten habe ich schon, weil ich habe. Jetzt Instagram auch noch zu machen, das ist mir alles zu viel. So, Ladies and Gentlemen, warum trägst du keine Schuhe? Warte mal, warte mal, warte mal. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny und Friends Gaming. Mein Name ist Nils und wir haben eine drängende Frage. Warum trägt Rapunzel keine Schuhe? Jetzt bin ich mal gespannt. Als ich im Turm lebte, habe ich sie wohl nie gebraucht. Also habe ich mich daran gewöhnt. Ja, war es denn im Turm nie kalt? Als ich im Turm lebte, habe ich sie wohl nie gebraucht. Aha. Gehst du auch gerne barfuß? Nein. Das ist eklig und gefährlich. Na, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt nichts Gesünderes, als barfuß zu laufen. Können wir in den Ferien besprechen? Ja. Manchmal im Sand und im Gras. Ja, ich liebe es, die Erde unter meiner Füße zu spüren. Darauf habe ich lange Zeit gewartet. Ja, das glaube ich. Was hältst du vom Pfützen? Reinspringen! Yeah. Pfützen springen und planschen. In Pfützen planschen? Was für eine großartige Idee. Warum schaut sie so in den... In den Baum rein. Ist dir schon aufgefallen, wie groß dieser Ort ist? Ja. So, was machen wir jetzt? Machen wir gleich weiter mit den Quests. Ja, komm, mach. Du hast alle Materialien gesammelt. Vielen Dank dafür. Bitte geh zu einer Werkbank und stelle das Tropenhaus her, das ich entworfen habe. Kannst du es dann im Dschungel für unseren Capybara-Freunde aufstellen? Ja, kann ich machen. Also gut, gehen wir mal zu einer Werkbank. Ach, Eve, komm mit. Oh, gehen wir mal hierher. Eine Werkbank müsste eigentlich hier gleich sein. Hier, ne? Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Stelle ein tropisches Zuhause des Begleiters her. Hier schön bauen. Stromversorgung. Oha! Ach, das ist ein Zuhause für die Begleiter. Das ist ja süß. Tropenholzhammer, Bambushammer, Pflanzenhammer, Spinellhammer. Also so steht ja. So, gucken wir mal. Ladies and Gentlemen. Tropisches Zuhause des Begleiters. Neue Möbel freischalten. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Wir sollen das aufstellen und zwar im Dschungel. Wo ist der Dschungel? Karte, Karte. Oh mein Gott, die haben das sogar. Das gab es früher mal eine Zeit lang, ne? Dass sie es so eingekreist haben, so hervorgehoben, wo ich es reintun soll. Das soll alles der Dschungel sein, okay. Oh, das geht aber weit. Okay, ja, dann stellen wir es hier auf, weil hier komme ich noch relativ gut her.
Schauen wir mal. Schön hier. Na, schauen wir. Ja, gut gemacht. Ja, bleib hier, geh nicht weg, geh nicht weg. Bleib hier. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Die Kapibaras sehen so glücklich aus mit ihrem neuen Haus. Hier. Vielen Dank für all deine Hilfe, Nils. Von den Kapibaras und mir. Du hast uns wirklich geholfen, unsere Häuser zu einem Zuhause zu machen. Jetzt ist es zu Ende, okay. Ja, dann hänge ich das noch mit dran hier. An den anderen Teil. Das wusste ich nicht, dass das so... Ah, siehst du, jetzt geht's weiter mit Gaston. Ah ja. Jetzt muss ich mal schauen. Was nehmen wir denn da rein? Was wäre denn günstig? Also ich möchte nichts aus dem alten Land haben, weil da bricht mir schon wieder das Herz. Vor allem, wenn ich die Schildkröten mitnehme. Also würde ich die zwei Äffchen noch mit reinmachen. Und dann... die kleinen Kuschelis! Okay, Platz haben sie wirklich genügend. Ich mache das mal so, dass die nicht hängen bleiben. Sind sie in der Sonne, na, ist doof. Ja, aber da haben sie Platz. Sie können ja dann in den Schatten gehen. Jetzt weiß ich nicht. Oh mein Gott, jetzt brauchen wir wieder irgendwas zum Essen, na. Jetzt weiß ich nicht, wie das heißt, weil Tiere gibt es ja hier nicht. Jetzt müsste ich das da alles durchgehen. Das ist ja kritisch. Und zwar brauche ich einen Futternapf. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich einen Futternapf habe. Das ist hier so schlimm gemacht. Sonst müsste ich einen herstellen. Das ist so ein roter Punkt. Das war doch ein... Ja, das war ein roter Futternapf. Ein roter Futternapf. Da ist nix. Helmlampe. Okay. Dekorieren machen wir alles später. Nee, da ist nix, oder? Kann schon sein. Schau mal hier. Warte mal, war da nicht gerade was? Okay. Teppich. Wieso ist denn das nicht automatisch mit dabei, Leute? Wieso ist denn das nicht automatisch mit dabei? Das gehört doch mit dazu. Weil jetzt muss ich das nochmal raussuchen und dann muss ich es herstellen und dann muss ich es nochmal raussuchen. Und das ist ja hier ganz schlimm. Großer Lehmkrug. Was kostet der Lehmkrug? Nein, Nils, wir machen das später, bitte. Da können wir dann alles dekorieren bis zum Umfallen. Auch diese Lampen hier. Oh mein Gott, dafür braucht man die Bronze. Okay. Jetzt ist die Frage, kann ich das nicht herstellen? Dann muss ich das bei Dagobert kaufen, oder was? Bloß weil die nicht weitergedacht haben. Ja, jetzt muss ich zu Dagobert und dann muss ich wieder komplett zurücklaufen. Bloß weil die das nicht mit dazu tun. Da kannst du nicht dabei sein, oder? Doch, doch, warte mal, das war woanders, ne? Das war doch hier drin, oder? Hier ist es.
Fressen für das Flauschige. Was brauche ich denn da? Machen wir mal zwei. Ding, ding, ding. Und was ist denn das? Windrad des verspielten Begleiters? Was ist das? Keine Ahnung. Ist das für die Vögel? Windrad des verspielten Begleiters. Pixar-Begleiterball, was ist das? Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Füttere des fliegenden Begleiter. Fliegende Begleiter haben wir nicht. Er steht gleich ans hin. Dann schimpft er wieder. Wenn er es dann nochmal machen muss. Das müssen wir mal gucken. So, jetzt müssen wir es natürlich wieder finden. Oh. Das weiß ich natürlich nicht. Ganz unten wird es nicht sein. Nee, ganz unten ist es leider nicht. Das heißt, ich muss das jetzt hier mühsam raussuchen. 50-50 Chance, dass es unten eher kommt wie oben. Schauen wir mal. Weil das Dekorieren, das bleibt dann immer noch. Das können wir dann immer noch machen. Wahrscheinlich ist es ganz oben. Wahrscheinlich. Trockner, Kürbis-Ottomane, Holztisch, Bäume, Lollis. Tische, Mörser, Brunnen, Stapelgeschenke. Die Pfanne haben wir jetzt aber von Rapunzel nicht bekommen, ne? Nee, die Pfanne haben wir von Rapunzel nicht bekommen. So, jetzt mal, geben wir denen erstmal was zu essen, dass die nicht hungern. Dann haben wir hier die Bälle. Ach Gott, sind die klein. Ich habe gedacht, die sind groß. Die sind ja total klein. Okay. Ein Windrad des Begleiters. Wir, vier Stück haben wir da. Da haben wir jetzt keine. Aber ich stelle sie trotzdem mal hierher. Einen daher. Vielleicht wollen wir ja mal einen Vogel hier tun. Daher. Und dann tun wir da noch ein. Oh, der ist aber groß. Okay. Ich weiß nicht, ob die da hinfliegen. Ich weiß es nicht. Okay, dann haben wir das. Jetzt können sie essen. Die kleinen Kuschelis. Man kann sie aber leider nicht füttern, ne? Man kann sie nur streicheln. Capybara. Keiner isst. Haben sie das... Aha, der Affe tanzt um den Ball rum. Gott, ist der goldig. Das haben sie schön gemacht. Die freuen sich. Hier haben sie wenigstens Platz. Viel, viel Platz. Capybara zu Hause. Die sind so niedlich. Eins der schönsten Sachen, die die gemacht haben. Aber essen tun sie nicht. Das machen die anderen, machen das. Im Dorf. Auch hier tun sie rumhupfen. Okay, da muss ich mal das ein bisschen auseinanderziehen. Weil wenn die da tanzen... Dann könnte ich ja das hier mal daherstellen und das Fleckchen, das stelle ich mal ein bisschen so, dass die verkeilen sich oft. Das
Das ist anscheinend programmiertechnisch ein bisschen schwierig. Okay, sehr schön. Das ist ja mal toll. So, und jetzt schauen wir mal. Ja, wird ein kurzes Video. Wird ein kurzes Video. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück zu Gaston. Denn der hat ein paar richtig aufregende Quests und die möchte ich heute auch noch machen. Ach Gott, jetzt wollte ich die doch leveln. Wie machen wir das mit den Leveln? Ja, das mache ich heute Abend. Ich muss immer kurz schauen. Entschuldigung, ach was bist du denn so traurig? Das macht mich auch traurig. Lass mich mal schnell gucken, ob wir die Charaktere. Ja. Die können wir jetzt tatsächlich leveln. Was heißt denn 2x2? 2x2, das ist ja was ganz Komisches. Wir gehen mal hier rein. Ach, da gibt's das nicht. Da gibt's kein 2x2. Aha, das haben sie also nur für die neuen. Ach, das gibt. Ja, warte mal. Den hätte ich nicht auf Graben machen sollen. Was bedeutet denn hier 2x2? Deine Begleiter kann mehr Schätze finden, während du die Zeit veränderst. 2x2 steht hier. Weil es zwei sind, ne? Wahrscheinlich. Das heißt, wenn wir jetzt den Gaston machen, müsste hier dann vielleicht 3x2 stehen oder so. Okay, die müssen wir dann noch leveln. Das mache ich dann wahrscheinlich jetzt nicht im Stream. Sondern dann würde ich jetzt sagen, gehen wir mal zu Gaston. Ich kenne mich hier überhaupt nicht mehr aus, ne? Oh Gott, ich muss den Zahnarzt noch anrufen. Wie viel ist denn? Ah, es ist 12er. Das ist doof. Ich muss noch einen Termin beim Zahnarzt machen. Dann machen wir mal um 13.05 Uhr. Lassen wir mal die Uhr schellen. Oder um 13.30 Uhr. Machen wir mal 13.30 Uhr. Weil ich muss beim Zahnarzt einen Termin machen. Das muss ich halt mal machen. Sehr schön. So. Goodie. Wo bist du, Gaston? Wir müssen hier einfach rauf und dann rüberlaufen. So, dann gehen wir mal hier rüber. Da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Hallo Goofy, wie geht's dir? So, Ladies and Gentlemen, dann würde ich sagen, machen wir mal das Video hier zu Ende. Das war jetzt ein sehr relativ kurzes Video. Wo geht's denn da dann da bitte hin? Okay. Okay, okay. Da muss man sich halt noch dran gewöhnen. Ja, in einem Vierteljahr können wir uns da auswendig. Können wir alles auswendig. Denn jetzt geht's mit einem schönen Abenteuer weiter. Das kann ich jetzt schon versprechen, weil ich habe das gestern zufällig gesehen. Und dann, Lucky, komm mal hier. Und dann machen wir jetzt mit Gaston weiter oder wir machen erstmal mit Eve weiter. Ich schau mal schnell, was hat denn Eve für Aufgaben? Jetzt, nachdem sie nicht mehr auf die Sanduhr aufpassen muss, fühlt sich Eve allein gelassen. Drum ist sie so traurig. Sie bittet dich um Hilfe und du beschließt ihr zunächst zu helfen, sich zu entspannen, indem du ein paar Affen fütterst. Okay, dann machen wir mal das als nächstes. Schauen wir mal, ich bin mal gespannt, weil ich will nicht, dass Eve traurig ist. Gut, Ladies and Gentlemen, dann machen wir das im nächsten Video mal weiter hier. Dann werden wir mal Eve wieder glücklich machen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal. Lasst euch gut gehen. Bis dann, euer Nils. Ciao! Danke fürs Zuschauen.